Ja, meine Damen, meine Herren, dann beginnen wir mit der Pressekonferenz nach dem Spiel 30. Spieltag. 1. FC Magdeburg gegen Rot-Weiß Erfurt entstand 2:0 vor 20.506 Fans. An dieser Stelle natürlich nochmal einen großen Dank an diese großartige Kulisse, die den Spieltag umrahmt hat. Ich denke, es hat vielleicht auch den einen oder anderen Prozentpunkt bei den Spielern herausgekitzelt. Ja, schauen wir auf das Spiel, das präsentiert wurde von unserem offiziellen Sponsor Schubert Motors. Wie gesagt, Endstand 2:0 und an der Stelle übergebe ich erstmal dem Gästetrainer das Wort, Stefan Krämer, Ihre Spieleinschätzung bitte. Guten Tag alle zusammen. Die Rahmenbedingungen waren wirklich toll. Gibt's nichts einzuwenden. Ich habe mir in der Vorbereitung auf das Spiel alle Heimspiele von Magdeburg nochmal angeguckt die Woche. Fast alle auch über die gesamten 90 Minuten. Um eine Idee zu entwickeln, wie man hier spielen kann. Und ich glaube, ich habe in diesen Spielen, weiß nicht genau mehr, wie viel es waren, hat nachher viereckige Augen, aber kaum eine Mannschaft gesehen, die so mutig, so hoch, weit weg vom eigenen Tor, mit so viel Ballbesitz, fußballerisch so präsent aufgetreten ist wie wir heute. Ich glaube, dass es nicht unverdient gewesen wäre, wenn wir zur Halbzeit geführt hätten, weil wir viele gute fußballerische Situationen durchs Zentrum entwickelt haben. Und zwar klar, gegen fünf hinten ist es außen schwer durchzukommen. Also haben wir die ganze Woche darauf hingearbeitet, durchs Zentrum fußballerisch zu kommen. Das ist uns echt phasenweise richtig gut gelungen. Das Tor hat gefehlt. Nach der Halbzeit kriegen wir dann, weiß ich nicht, ob wir da noch der ein oder andere noch in der Kabine war, auf jeden Fall kriegen wir das 0-1. Hätten wir aber ein paar Minuten später mit der vielleicht größten Chance des Spiels das Spiel wieder auf 0 stellen können. Und dann wäre es ein, glaube ich, sehr, sehr interessantes Ding geworden. So haben wir dann irgendwann das 2-0 gefressen, damit war das Spiel eigentlich gelaufen. Die Mannschaft hat alles das, was wir von ihr wollten und noch mehr, heute auf den Platz gebracht. Ich glaube, wir haben Magdeburg einen großen Fight geliefert. Und das ist halt in der Liga so. Es ist egal, ob du gegen den ersten, zweiten oder 20. spielst. Die Liga ist so eng, dass du gegen jeden gewinnen kannst und dass du gegen jeden verlieren kannst. Und wir hatten heute das Gefühl draußen, spätestens in der Halbzeit, dass wir wirklich hier gewinnen können. Aber letztlich ist es halt so, der Gegner hat dann die Tore gemacht, eiskalt. Klarer Hinweis für eine Spitzenmannschaft. Spielen halt um den Aufstieg und wir gegen den Abstieg und dann entwickeln sich die Spieler so, wie sie es heute entwickelt haben. Ich wünsche dem Club, und dass er in die zweite Liga gehört hat, spätestens heute der Spieltag gezeigt, was hier für eine Stimmung ist, ist unfassbar. Macht richtig Spaß, Fußball zu spielen. Und auch zu coachen übrigens. Auch wenn man sehr, sehr laut schreien muss, wenn man an seine Spieler rankommen will, weil der Geräuschpegel ist schon extrem. Ich weiß gar nicht, Jens, wie du das machst. Da haben die irgendwie, weiß ich nicht, Mikrofone über in Trikots eingebaut und so. Also ich bin relativ heiser. Aber hat großen Spaß gemacht, aber Fußball soll ja, kann in unserer Situation weniger Spaß machen, sondern Punkte bringen. Die haben wir leider nicht. Jens, dir, deinem Club, alles, alles Gute. Ich drücke euch fest die Daumen, dass ihr aufsteigt in die zweite Liga und drücke uns natürlich fest die Daumen, dass wir die Liga halten. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan Krämer. Jens Hertel. Ja, danke für die netten Worte. Ja, also auch nochmal von mir, die Kulisse, also wenn du da reinkommst mit den Fahnen und so voll, ja, dann kriegst du schon Gänsehaut. Ja, aber es hat uns wahrscheinlich an einer oder anderen Stelle gerade erste Halbzeit gelebt. Ich kann also Stefan seine Einschätzung in großen Teilen folgen. Wir haben erste Halbzeit nie das gemacht, was wir eigentlich wollten. Wir wollten viel aktiver, viel mutiger doch vorne anlaufen. Ja, das war alles teilweise sehr, sehr passiv, das ist sicherlich auch dem Wetter geschuldet, wenn das dann eben so mal umschlägt und dann auf einmal so richtig warm ist, dann glaube ich auf dem Platz, ja, waren dann bestimmt 25 Grad, das ist dann für den Körper dann auch nicht ganz so einfach und da hatten wir schon die eine oder andere brenzlige Situation zu überstehen, hatten trotzdem auch ein paar Situationen, waren jetzt putzen seinen Ball mit der Innenseite, wenn der ins Tor kullert, das war glaube ich auch noch ganz knapp, dann hätten wir vielleicht auch da in Führung gehen können, aber das wäre aufgrund der ersten Halbzeit wahrscheinlich auch unverdient gewesen. Aber wir haben dann schon nochmal in der Halbzeit deutliche Worte gefunden und dann auch nochmal appelliert. Und das ist dann direkt so natürlich gefruchtet hat mit dem Tor, ja, wo wir dann auch mal richtig konsequent durchgelaufen von außen in die Mitte rein und dann eben auch belohnt werden. Kurzer Pfosten gut belaufen von Beckus, zieht den Torwart dann auch mit hin und dann macht man das Tor. Und dann haben wir es ja immer gesagt, mit dem Tor wird es dann einfacher. Ja. Gerade dann einfach die große Chance. Aber das war ein katastrophaler Fehler von uns. Also wir können da eigentlich den Ball selber klären und schlafen da ein bisschen und der eine verlässt sich auf den anderen. Das war so ein bisschen wie der Elfmeter in Kiel. Aber da sind wir von der Schippe gesprungen und dann, ja, dann hat man eigentlich in regelmäßigen Abständen noch unsere Situation. Christian macht dann ein überragendes zweite Tor und dann war dann
Ja, für mich noch nicht ganz der Deckel drauf, denn wenn dann ein Anschlusstreffer fällt, dann wird es nochmal richtig ungemütlich, weil dann der Kopf nochmal verrückt spielt. Aber die Jungs haben sich dann reingehauen und da muss ich denen doch ein Kompliment machen. Ähnlich wie den Erfurter, die haben auch alles gegeben und meine Jungs haben aber auch voll dagegen gehalten. Also ich glaube, manche sind heute über ihre 100% gegangen, die sind mit Krämpfen dann trotzdem noch 20 Minuten auf dem Feld gewesen. Und das zeichnet halt unsere Mannschaft aus, dass die dann eben nie aufgibt und alles reinwirft. Und von der Seite her Kompliment. Aber jetzt müssen wir schnell zusehen, regenerieren. Die englische Woche steht vor der Tür. Wir spielen schon am Dienstag in Chemnitz. Die haben gestern gespielt, haben einen Tag mehr Pause. Dann müssen wir mal schauen und Schäfchen zählen morgen, wie viele Jungs dann eben gesund auf dem Platz sind und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Danke, Jens Hertel. Dann starten wir in die Fragerunde. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Das Mikrofon würde dann rumkommen. Michael Novak von der Bild-Zeitung. Eine Frage an Herrn Hertel. Herr Hertel, unser erster Torschütze Pulido hat sehr wenig Einsatzzeit gehabt in der Rückrunde. Hat jetzt, glaube ich, seit langer Zeit erstmal wieder von Anfang an gespielt, sein Tor gemacht. Wie sind Sie mit ihm zufrieden? Ja, wir wollen jetzt hier nicht groß in die Einzelanalyse gehen, aber es war natürlich schon noch so, das haben wir in der Halbzeit auch besprochen, dass wir das gerade die Außenstürmer sollten schon aktiver da auch mit einlaufen. Christian war in der ersten Halbzeit gefühlt schon zwischen den zwei Innenverteidigern völlig alleine, hat dann wenig Unterstützung gekriegt. Gerade im Spiel gegen Bayern war es jetzt nicht so berauschend, da sage ich mal. Aber insgesamt mit dem Tor hat er natürlich die Dose geöffnet und das ist dann auch immer wichtig. Da war er dann halt da, hat dann die Worte auch in der Halbzeit dann eben aufgenommen. Und ja, das ist dann natürlich auch nicht so einfach, wenn du dann reinkommst. Das letzte Mal hat er gegen Zwickau hier gespielt, von Anfang an jetzt. Das ist eine lange Zeit her, das war 2. Spieltag. Und da ist es dann auch nicht so einfach, Rhythmus zu finden. Dann, wie gesagt, die Wettergeschichte kommt noch dazu. Das wird dann auch nicht so einfach. Von der Seite her sind wir zufrieden, dass er da war, wo es drauf ankam. Und das hat er dann natürlich gut gemacht. Gibt es weitere Fragen? Dies ist nicht der Fall, dann wünschen wir unseren Gästen aus Erfurt natürlich eine gute Heimreise, alles Gute für einen weiteren Saisonverlauf, Herr Kremer. Ja, wir sehen uns am kommenden Sonntag am 9.4. um 14 Uhr wieder gegen Regensburg. Dienstag dann das Auswärtsspiel gegen Chemnitz um 20:30 Uhr. Dankeschön.